Mr. Brokkoli, was ist für dich Liebe? Es geht um die Liebe. Was ist Liebe eigentlich? Ich liebe Essen. Mr. Brokkoli, was ist für dich Liebe? Liebe ist Familie. Es geht um Freunde. Es geht darum, angenommen zu sein. Es geht um die Liebe. Es geht darum, mich nicht verstecken zu müssen. Oh, für mich ist Liebe, wenn hier jemand auf meinem Sofa dabei ist und ich nicht immer alleine bin. Leopardenmuster ist Liebe. Ist Liebe. Jesus ist Liebe. Es geht um die Liebe. Schlafen ist Liebe. Sachen kaufen ist Liebe. Frühstück gemacht bekommen ist Liebe. Liebe ist zu Hause. Liebe bedeutet für mich sehr viel Bewegung. So wie ich aus Südafrika nach Deutschland gezogen bin, wegen der Liebe und so. Es bedeutet aber auch ein Stück weit verzichten. Meine Familie und Freunde in Südafrika, die müssen auf mich und meine Familie verzichten. Aber auch das tun wir aus Liebe und auf der große Vertrauen, dass wir uns irgendwann wieder in den Armen schließen werden. Und das wird richtig geil. Hashtag es geht um die Liebe. Ich bin eine Mama und als ich meinen kleinen Sohn das erste Mal gesehen habe, da gab es ganz viele Gefühle. Da ist der Glaube daran, dass wir das gemeinsam schaffen, mein Mann und ich. Da ist die Hoffnung, dass unser Kind gesund ist und dass es irgendwie sich zu einem guten Menschen entwickelt. Und da ist die Liebe. Die Liebe für dieses kleine Wesen gibt noch mehr Gefühle. Es gibt auch manchmal Verzweiflung und vielleicht auch ein bisschen Wut oder so. Aber wenn man dann dieses kleine Wesen in seiner Wiege liegen sieht und es schläft da ganz friedlich, dann ist einfach die Liebe so groß, dass es einem auch mal die Tränen in die Augen drücken kann, wenn man diese Unschuld und dieses Wesen sieht. Und 12 Jahre später kann ich euch sagen, da ist dieses Wesen immer noch da und der Glaube und die Hoffnung, die überwiegen auch immer noch, aber die Liebe ist das Höchste, sie überdauert alles. Läuft. Liebe bedeutet aktuell für mich, Menschen anzunehmen und zu lieben, die ich vielleicht nicht mehr verstehe in dem, was sie denken und tun, die ja, Hass ausleben, die irrationale Dinge in meinen Augen tun und denen trotzdem die Gewissheit zu geben, dass sie geliebt werden, dass ein Leben ohne Hass möglich ist, dass sie nicht allein sind und dafür sich
keinen obskuren Gruppen anschließen müssen. Ja, das versuche ich gerade ganz aktuell auch im Freundeskreis zu leben, um die Menschen, die mir was bedeuten, wieder einzufangen und ihnen zu zeigen, dass ein Weg, ein anderer Weg als der, den sie gerade gehen, möglich ist, ein Weg in Liebe statt in Hass. Es geht um die Liebe. Die Liebe, das ist ein Basislager, der sichere Ort, an dem ich sein kann, an dem ich geborgen bin, an dem auf mich aufgepasst wird und an dem ich Kraft tanken kann für alle neuen Unternehmungen, für die Welt da draußen. Und natürlich auch Hohelied 7,7, auf die Palme will ich steigen. Auch das ist die Liebe.